Hallihallo, hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick. Heute mal wieder mit einer wöchentlichen Legung zu deiner Liebesgeschichte. Ja, und bei der Legung kann man sich einen Stapel aussuchen von diesen drei Stapeln. Es ist jeweils ein Tarotdeck. Heute habe ich lauter Sternendecks genommen und es gibt kein spezielles Thema. Es geht einfach nur darum zu gucken, wie die Tendenzen sind in deiner eigenen Liebesgeschichte, und das kann jeder sein, also das können Singles sein, das können Leute sein, die frisch verliebt sind, die gerade frisch zusammengekommen sind als Paar, die schon länger als Paar agieren oder vielleicht auch in Trennung sind oder On-Off-Verbindungen, energetische, rein energetische Verbindungen, Seelenverbindungen. Es können alle in erster Linie mitmachen. Das Thema kristallisiert sich natürlich dann raus, wenn ich die Legung mache. Manchmal kristallisiert sich ein allgemeines Thema raus, dass sogar jeder aus jeder Situation, wenn er damit in Resonanz geht, mitmachen kann. Manchmal ist es aber so ein spezielles Thema, das kündige ich dann aber an, wenn ich dann zum Beispiel merke, es handelt sich nur um On-Off oder nur um Verliebte oder nur um Paare. Ne? Das werde ich dann während der Legung noch sagen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du selber guckst, ob du in Resonanz gehst mit der Legung. Und dass du eben auch dein Thema reinbringst, ja. Und das bedeutet eben, dass du sehr, sehr, sehr intuitiv mit allem umgehst, sehr ehrlich mit dir selber und auch ja, selbstverantwortlich. Das ist so mein Credo immer. Das sind so die Stichworte: intuitiv, ehrlich mit sich selber und selbstverantwortlich. Das ist ganz wichtig bei solchen Legungen, weil die eben allgemein sind. Es kann nicht jede Legung auf die vielen Menschen, die das halt hier jetzt schauen, zutreffen. Das ist unmöglich eigentlich. Deswegen ist es ganz wichtig, ehrlich zu sein mit sich selber und auch aktiv mitzumachen und hinzuschauen, gehe ich damit in Resonanz oder nicht. Und wenn du nicht damit in Resonanz gehst, dann ist es kein Drama, dann sei auch nicht böse oder so, dann guck einfach eine andere Legung an, dann war das eben nicht deine Legung. Ja, manchmal irrt man sich eben auch in seiner Intuition. Passiert mir auch. Und wenn du dann doch noch eine eigene Legung haben möchtest, eine private, dann darfst du, also bei mir, dann darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. AndreaWürk.com ist meine Website und AndreaWürk@yahoo.es ist meine E-Mail-Adresse. Und ich werde wie immer hier bei dieser Legung auch die Kartendecks, die ich verwende, unten im Textfeld benennen, dass man auch nochmal gucken kann, was ich für Decks verwendet habe, die dies interessiert. Und auch die Zeitmarkierungen für die einzelnen Stapel, das werde ich auch unten im Textfeld angeben. Und etwas später im allerersten Kommentarfeld, dass ihr dann direkt zu eurem Stapel springen könnt, den ihr euch ausgesucht habt. So, jetzt habe ich genug gelabert, jetzt fangen wir an. Ich lade dich herzlich ein, mitzumachen und nachzuschauen, wie eben deine Liebesgeschichte gerade so, was da so anliegt. Ja, wir haben hier den Stapel Nummer 1, das ist das Vanessa-Tarot. Wir haben den Stapel Nummer 2, das ist das Kawaii-Tarot. Und wir haben den Stapel Nummer 3, das ist das Morgan-Greer-Tarot. Und ja, heute sind Sterne angesagt. Schauen wir mal, was die Sterne uns sagen. Du darfst dir einen Stapel aussuchen. Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit. Okay, dann fangen wir an. So, dann fangen wir jetzt auch schon an, und zwar mit dem Stapel Nummer 1. Hallöchen, ihr Lieben, vom Stapel Nummer 1. Das ist das Vanessa-Tarot. Und das liebe ich ja total. Das ist ein Tarot, was halt nur die Vanessa abgebildet hat. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du, wenn du ein Mann bist, das jetzt nicht sehen kannst. Ich lese die Karten so, dass sie geschlechtslos sind, sozusagen, also dass sie für beide Geschlechter gelten. Ja, und wir gucken jetzt einfach mal, was bei dir in deiner Liebesverbindung. Ich habe hier den Tisch. Ich musste nämlich gerade wieder, war wieder Hundeaktion. Also, was liegt denn bei dir jetzt an in deiner Liebesgeschichte? Welche Tendenz ist denn da? Wow. Oh. Oh, du möchtest raus, was Neues erleben, hängst aber fest und bist noch am Träumen, würde ich mal so sagen. Aber wir gucken jetzt mal, was hier noch so ist. Aha.
Wow. Das ist ja jetzt sehr interessant. Das ist jetzt sehr interessant. Also, ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt lese, weil hier brauche ich noch eine Karte, weil das kann jetzt einerseits bedeuten, dass du aus deinem sicheren Zuhause fliehen möchtest oder aber, dass du in das sichere Zuhause hinein möchtest. Aber ich glaube, du träumst von mehr. Ich glaube, du träumst von mehr. Ich glaube, so ist das. Ja. Ja, eindeutig. Oh, das ist ja jetzt spannend. Das ist ja jetzt sehr, sehr spannend. Okay, also du bist in einer Situation, wo du im Moment ein bisschen festhängst. Du hast ein super geniales Zuhause, ja, was sich eigentlich jeder wünscht. Du fühlst dich wohl, vielleicht jetzt in deiner Liebe. Wir gehen ja es geht ja um die Liebesverbindung und dann werte ich jetzt diese 10 der Münzen mal als deine Liebesverbindung. Ne? Da kann man sich ja auch zu Hause fühlen. Du hast es da eigentlich sehr gut, aber du möchtest raus. Du möchtest raus, weil du dich eingesperrt fühlst. Die 4 ist ja immer einsperren. Das ist übrigens auch die Münzen. Du hast hier zweimal die Münzen, die ja materiell sind und die auch mit Besitz zu tun haben. Ja, sie hat hier ja zum Beispiel auch Schlüssel, ne? Also, und du bist in deinem Besitz, also was in dem Fall jetzt die Liebesverbindung ist, weil wir gucken uns ja deine Liebesverbindung an, hast du dich selber vielleicht sogar eingesperrt, du dich selber vielleicht sogar, oder du wirst eingesperrt. Du fühlst dich zwar vielleicht noch ganz wohl, aber es ist dadurch, dass du ja lieber raus möchtest, ist es einsperren. Also du möchtest da raus, du fühlst dich, du kannst dich da nicht entfalten. Dir geht es da zwar gut, aber du kannst dich nicht entfalten, ja? Du kannst nicht das leben, was du bist. Und das ist das, was du bist. Ja. Eine Frau, die oder ein Mann, ein Mensch, der Freiheit liebt, der Abenteuer liebt, der einfach aus dem Sein heraus leben möchte. Und das kannst du hier nicht. Ja, hier bist du eingezwängt. Ja, geht nicht. Also willst in deiner Liebesgeschichte möchtest du raus. Und da hängst du jetzt fest mit diesem Ding, dass du raus möchtest. Du bist hier jetzt noch mit der, die 2 ist ja immer Entscheidung, das ist die 2 der Stäbe. Du bist hier in deinem Labor und köchelst dir was Neues zusammen, sage ich mal, und hast auch schon das Neue in der Hand und traust dich das aber noch nicht in die Welt zu bringen. Das ist wie wenn du, wenn jemand, weißt du, wie wenn so ein Forscher was erforscht. Und er sich aber noch nicht sicher ist, kann ich das jetzt unter die Menschen bringen oder nicht? Ja, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Und da hängst du fest. Aber das Festhängen ist gar nicht so schlecht, weil da kannst du dich vielleicht auch mal das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen. Ja, und hier sind ja auch Früchte, die gesammelt wurden. Also das ist durchaus fruchtbar, dieses Festhängen. Also du hängst fest damit, dass du hier festhängst, ja, dass das eben einengend ist für dich, wo in deine Liebesverbindung gerade oder deine Liebesgeschichte engt dich ein und du möchtest raus, hängst aber noch fest und hängst so ein bisschen in deinen Träumen fest. Du träumst dir das alles noch so zusammen und traust es eben noch nicht zu leben. Ne? Das ist so das Festhängen. Und hast vielleicht auch schon eine Idee, die du leben möchtest, aber und das, was dich festhängen lässt, ist letztendlich dein Verstand, ja. Die Schwerter sind ja Verstand und hier hängst du ja auch, guck mal, die beiden sind ja auch kopfüber, ja. Also dein Verstand lässt dich letztendlich festhängen, obwohl du bist hier relaxter. Wenn du jetzt deinen Verstand vielleicht einfach mal ein bisschen zur Seite legst und trotzdem noch in dieser Perspektive bleibst und einfach mal aus einer anderen Perspektive ganz relax deine Geschichte anschaust und ganz, 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 ganz objektiv und klar nach Lösungen findest, hier ist ja schon eine Lösung, dann kannst du das auch umsetzen, ja.
Das ist jetzt deine Geschichte. Also nicht mehr nur träumen, sondern in die Umsetzung gehen. Dein Verstandeskino ein bisschen ausstellen, weil für dich ist es jetzt noch ein Traum, vielleicht sogar eine Illusion. Du glaubst nicht, dass du das umsetzen kannst, was du hier jetzt eigentlich gerne umsetzen würdest. Und innerhalb von deiner Liebesgeschichte. Und es ist aber schon da. Du hast es eigentlich schon erfunden. Du hast es schon erschaffen. Du musst es eigentlich nur noch leben. Du musst dich eigentlich nur noch trauen, das zu leben und aus dieser wunderschönen Situation, in der du ja wahrscheinlich schon auch zufrieden bist. Und das sagt mir diese Karte. Das ist die Vier der Kelche. Du bist in einem Leben gerade, wo du, ja, es ist halt alles okay, aber es wird dir sogar schon ein neuer Kelch gereicht. Du reichst ihn dir entweder selber, weil du das selber, ja, dir erschaffst, aber oder dir wird er gereicht, ja. Und du brauchst, und der dir den reicht, der ist aber noch nicht in deinem Bild. Ja, man sieht hier nur die Tasse und die Hand. Er ist noch nicht so wirklich, dieser Mensch, der dir das reicht, der ist noch nicht so wirklich in deinem Film, in deiner Liebesgeschichte im Endeffekt, ja. Und du träumst aber noch davon und kannst es noch nicht umsetzen, weil du hier vielleicht in einer anderen Verbindung bist. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt Menschen betreffen hier, die vielleicht in einer anderen Verbindung, die in einer Verbindung sind, wo sie gerne raus möchten. Und sie sind jetzt auf jemand getroffen, der ihnen mehr Abenteuer bietet, mehr Freiheit. Oder aber innerhalb der Verbindung wird dir das geboten und du kannst es noch nicht annehmen. Kann auch sein, weil du hier im Kopfkino bist, weil du noch viel zu sehr mit deinen Träumen beschäftigt bist. Oder du bist vielleicht auch Single, fühlst dich eigentlich sauwohl in deinem Single-Sein, so geht's mir zum Beispiel. Aber du merkst, da will was raus. Ich bin gerade in so einer Situation, wo ich so merke, wow, ich will eigentlich raus, ich will mehr leben, ich will jetzt wieder das Zusammensein leben, aber eigentlich bin ich gerne Single, ich bin gerne alleine, aber weißt du, das ist so die Krux. Und vielleicht bist du ja auch in so einer Situation, ne? Dass du so festhängst im Single-Sein und möchtest eigentlich jetzt endlich wieder raus, möchtest wieder mit einem Menschen dein Leben teilen vielleicht oder wie auch immer, ja. Und der Mensch ist vielleicht auch schon da, aber du siehst ihn noch gar nicht. Du denkst vielleicht, ja, das ist ein, ja, das ist echt spannend, diese Legung. Und es geht auch für Menschen, die vielleicht, nee, für Leute, die gerade so zusammengekommen sind, glaube ich jetzt nicht. Also es geht jetzt darum, dass du eine Situation, die dir eigentlich Sicherheit gibt und wo du dich gerade mal so eben noch so wohlfühlst, dass die einfach nicht mehr, dass die zu eng geworden ist und dass du jetzt, dass deine Seele schreit, ich möchte mehr leben, ich möchte Freiheit leben, ich möchte Abenteuer, ich möchte spontan sein, ich möchte diese kindliche Neugierde leben und da hängst du halt fest, da hängst du vielleicht noch mit deinen Träumen fest und eben dein Verstand, der sperrt dich auch noch so ein bisschen ein, dass du das eben noch nicht leben kannst, obwohl du hast es schon erschaffen im Endeffekt. Es ist schon da, es wird dir schon gereicht, aber du bist immer noch hier mit deiner Situation. Das ist im Prinzip deine Legung. Und ich möchte eigentlich jetzt auch gar nicht mehr Karten legen. Normalerweise lege ich ja immer ganz gerne noch eine Karte, die mir nochmal so sagt, wie es denn vielleicht ausgeht oder wie die Tendenz ist oder was du noch tun kannst. Ja, vielleicht so die Richtung. Einfach nochmal so Ergebniskarten. Dann nehme ich auch so ein bisschen Sternendeck. Das ist ein sehr lustiges Deck hier. Und gucken wir mal. Was denn noch so? Ach, wir haben hier schon drei Karten. Wow. 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 Ich kann nur sagen, Baby, nimm das an. Geh in deine, mach das, was du dir erschaffen hast und mach dich auf den Weg, weil diese Karten, die sind ja so geil. Wir haben hier das Ass der Pentakel, was mir ganz deutlich sagt, dass es das, wenn du das jetzt. Was dir Sicherheit gibt, hinter dir lässt, dass du
Du hast jetzt die Möglichkeit, was Neues in die irdische Welt zu bringen, nämlich das, was dir hier geboten wird, was du dir hier schon erschaffen hast. Und das ist hier die Acht der Stäbe. Da geht es um Schnelligkeit. Da geht es aber, wenn es bei mir eine Liebeslegung ist, auch um ganz viel Leidenschaft und auch um Liebespfeile. Also hier ist schon jemand da, der dir vielleicht auch Liebe und Leidenschaft entgegenbringt, ja. Und der möchte das mit dir in der irdischen Welt leben. Und vielleicht weißt du es ja auch schon. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wird es auch geil. Da hast du nämlich hier die 10 der Kelche. Hier hast du die 10 der Münzen, die in der materiellen Welt dir Sicherheit geben und die dir in der materiellen Welt vielleicht sogar auch materielle Sicherheit geben. Und hier hast du die 10 der Kelche, die dir emotionale Sicherheit geben. Und jetzt darfst du dich nämlich entscheiden, was ist dir wichtiger, die materielle Sicherheit oder die emotionale Sicherheit. Das ist dann letztendlich deine Entscheidung. Ich würde mich natürlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich für die emotionale Sicherheit entscheiden, weil ich einfach ein Mensch bin, der nach dem Gefühl lebt. Und Gefühl ist für mich ganz wichtig. Materielles natürlich auch, aber das regelt sich immer. Und für mich ist auch das Ass der Pentakel jetzt ein Indikator dafür, dass du materiell auch gut dastehen wirst, auch wenn du dich für diese Option entscheidest, weil sonst würde hier nicht das Ass der Kelche liegen, ja. Das Ass wie heißt der Münzen, ja. Also das Ergebnis, wenn du dich wirklich jetzt entscheiden solltest, diesen Kaffee hier anzunehmen, ja, und das, was du bereits schon erfunden hast, was du dir erschaffen hast, zu machen und wirklich dich auf den Weg zu machen, guck mal, der kleine Welpe, der sagt mir auch, du möchtest dein Leben spielen. Du möchtest nicht diese Sicherheit, du möchtest dein Leben spielen, das liegt jetzt an. In deinem Sein zusammen, sogar mit jemand anderem, der vielleicht auch in seinem Sein ist und das Leben spielen will. Spielen heißt jetzt nicht, dass man nicht verantwortungslos ist, sondern spielen heißt, das Leben so zu nehmen, wie es ist und aus dem Sein heraus zu schöpfen und wirklich Liebe zu leben. Nicht einzuzwängen, sondern zu leben. Hier ist die Liebe eingezwängt. Das ist deine Legung und die ist so, 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 so schön. Und schau bitte genau hin, ob du damit in Resonanz gehst, ob das jetzt hier dein Thema ist. Wie gesagt, es kann alle Situationen eigentlich abdecken, in denen man sein kann. Single, dass man in einer Paarbeziehung ist, in einer gerade ebenso Paarbeziehung, dass man frisch verliebt ist, dass man schon länger zusammen ist, dass man vielleicht sogar in der Trennung ist, ja, oder vielleicht auch on-off, kann auch sein, dass du eine On-Off-Verbindung hast. Nee, hast du nicht, also on-off ist es nicht, weil das wäre hier nicht, das ist kein On-Off, was hier angezeigt wird. Und eine energetische, rein energetische Verbindung ist es, glaube ich, auch nicht, weil das ist hier irdisch alles, was hier gelebt wird, ne? Also die zwei Themen werden hier nicht abgedeckt, die zwei Situationen. Und schau jetzt, ob du mit in Resonanz gehst. Und wenn du damit in Resonanz gehst und dir das jetzt weitergeholfen hast, dann würde ich mir natürlich wünschen, wenn du das hier teilst, kommentierst oder auch likest oder mich eben abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil das hilft mir immer, diese Videos, das Video und meinen Kanal auch noch ein bisschen voranzubringen. Und eben auch, dass andere Menschen das dann noch sehen können einfach. Und wenn du noch Fragen hast, beziehungsweise noch eine Legung möchtest, also eine individuelle Legung, dann kannst du mich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Webseite. Da findest du all meine Daten. Ich freue mich immer über Anfragen. Ja, ich wünsche dir alles Liebe. Ich kann nur sagen, mach was draus. Ja, mach was draus, Babe. Hier, das sind die geilsten Karten. Das hier sind die schönsten von allen. Mach was draus und ja, alles Liebe dir, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt hier zum Stapel Nummer 2. Hallöchen, ihr Lieben vom Stapel Nummer 2. Das ist das Karwaitaro. Das ist ein Tippdeck. Das heißt, hier gibt es keine Szenen auf den Bildern, so wie jetzt zum Beispiel beim Vanessa Tarot, was ich eben hatte. Das ist ja ein Deck, wo ganz viel Szene ist, wo man ganz viel allein schon aus der Szene heraus interpretieren kann. Das ist jetzt einfach nur ein Pip-Deck, aber dieses Deck ist sehr akkurat. Ich liebe das. Man kann das sehr gut lesen und wir schauen jetzt einfach mal, was deine Liebesverbindung, ja, was die Sterne dir sagen, was das Tarot-Deck hier dir sagen möchte.
in Bezug auf deine Liebesverbindung, ja. Können ja. Oh! Ah! Wow! Oh, das ist ja echt heavy. Also, obwohl die Karte kann man. Also hier ist auf alle Fälle was, was groß ist. Hier kommen ganz viele Möglichkeiten auf dich zu und hier ist auch die Liebe. Hier ist eine Liebesverbindung. Hier ist irgendwas, was neu ist, was alt ist, was ganz viel Leidenschaft, ganz viel Herz, ganz viel. Aber es ist zu viel. Ich lege jetzt noch mal drei Karten drunter zur Klärung. Ja, da wächst was. Aha. Da brauche ich noch eine Karte. Okay. Irgendwie brauche ich hier auch noch eine Karte. Chariot. Ja, das macht jetzt Sinn. Wo lege ich die jetzt hin? Lege ich mal so hier rein. Also, bei dir ist es so. Also, ich würde fast sagen, es geht hier um Menschen, entweder Singles oder frisch Verliebte, die noch nicht mit den Menschen zusammen sind oder ganz frisch zusammengekommene Menschen, Paare. Weil hier ist was, was noch wächst. Es kann natürlich auch sein, dass du in einer Liebesverbindung bist, die schon länger ist und da wächst was Neues. Es kann natürlich auch sein, aber ich glaube eher, dass es sich um Anfänge, dass es hier Anfänge sind. Und zwar wird hier ganz viel, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss mich gerade erst mal sortieren. Also, ich würde jetzt sagen, es betrifft Menschen, die jetzt frisch verliebt sind oder Singles, auf die jetzt was zukommt. Es kommt was auf dich zu an Liebe. Das geht dir aber zu schnell. Ja, es geht dir zu schnell. Da ist ganz viel Leidenschaft, da ist ein Mensch, der auf dich zukommt und dir Liebe bietet, da ist Liebe und noch mehr Leidenschaft, die fast schon zu viel ist, mit ganz vielen Möglichkeiten, mit ganz viel Leidenschaft. In dem Fall würde ich den Mond auch sogar mehr so in die romantische Ecke schicken. Also eigentlich sieht es alles gut aus, aber es ist dir too much. Es ist dir too much. Du möchtest eigentlich das Ganze, dass es wächst, dass es langsam wächst und nicht holterdipolter. Das überfährt dich gerade. Wir haben ja den Chariot, das überfährt dich gerade. Und du bist ein Mensch, der noch zu ist. Du bist noch zu, du kannst dich noch nicht öffnen, weil du überfahren wirst. Und du möchtest im Moment eigentlich, du möchtest diese Liebe, die da auf dich zukommt oder die schon da ist, aber vielleicht ist es sogar auch innerhalb von der Liebesverbindung, dass sich was verändert, was dir zu viel ist, wo du überfahren wirst, wo du dich nicht öffnen kannst, weil es einfach viel zu viel ist. Ja? Und du möchtest das Ganze langsam angehen. Du möchtest das Ganze nicht mit dieser Leidenschaft angehen. Hier ist ganz viel Leidenschaft. Da ist ein Mensch, der sehr, sehr, sehr leidenschaftlich ist oder sehr, sehr dich in was hineindrängt fast schon. Und du möchtest das aber langsam angehen. Du möchtest, dass es wächst, dass es genährt wird und wächst und dass dann kannst du dich erst öffnen. Du kannst dich erst öffnen, wenn das Ganze langsam ist, wenn du dich sicher fühlst, wenn du intuitiv entscheiden kannst, was du mit diesem Menschen eben anstellen möchtest. Dir geht das zu schnell. Dir geht es viel, viel, viel zu schnell. Ja. Und ich möchte jetzt hier noch Lenormand-Karten legen. Das ist ein total süßes Deck. Und da einfach nochmal fragen, ja, so ein Ergebnis ermitteln. Will aber keine raus. Warum will da keine raus? Oh ja.
Du hast dich eingesperrt. Es liegt auch noch genau unter diesem, dass du zu bist. Und du hast noch alte Muster, die du dir angucken kannst. Oder aber ihr streitet euch. Also diese Karte kann alte Muster bedeuten, die immer wiederkehren. Und aber auch Diskussionen, ja. Vielleicht sind es sogar eher Diskussionen, weil hier haben wir die Vögel und die Vögel ist immer Kommunikation. Das muss ich aber jetzt nochmal klären hier. Das sagt mir jetzt noch nicht alles. Ja. Die Kommunikation ist eingesperrt. Oh, okay. Okay. Normalerweise ist das im Lenormand die Karte, das was zu Ende geht. Aber in dem Fall, bei dem Deck, mache ich eine Ausnahme. Da interpretiere ich jetzt einfach mal die Karte. Bei dir ist, du hast dich eingesperrt und ganz besonders deine Kommunikation, ja. Und das betrifft irgendein Muster aus deiner Kindheit. Ja, das darfst du dir nochmal anschauen, weil du machst zu. Dieser Mensch hat ganz viel Liebe für dich, dieser Mensch hat ganz viel Leidenschaft für dich. Und vielleicht ist es sogar der Mensch, der gerne möchte, dass da was Neues heranwächst. Aber er macht es vielleicht ein bisschen zu leidenschaftlich, zu extrem. Aber du bist zu. Und du bist zu, weil du hier noch ein altes Muster aus der Kindheit hast, ja. Du kannst dich diesem Menschen nicht öffnen und du kannst dich sogar der Kommunikation mit diesem Menschen nicht öffnen. Und ich rate dir jetzt, öffne dich. Ja. Öffne dich diesem Menschen. Zumindest, dass du mit ihm kommunizierst und geh, guck dir dieses Kindheitsding an, dieses Kindheitsmuster, was du eingeschlossen hast. Weil die Karte sagt mir, das darf jetzt auch zu Ende gehen. Es darf auch zu Ende gehen, dass du dich einsperrst und da wird ja diese Dose aufgerollt. Das heißt, du darfst dich jetzt auch zeigen in deiner ganzen Schönheit. Du darfst dich öffnen. Aber das geht erst, wenn du eben deine Kindheitsmuster angeschaut hast, da würde ich mir an deiner Stelle auch Unterstützung suchen und am besten eine ganz neutrale Unterstützung. Ups, sorry. Und sogar vielleicht, wenn du das noch nicht gemacht hast, eine Unterstützung, die ja professionell ist. So, und jetzt wollen wir aber noch mal die Qualität eurer Verbindung anschauen. Ja, mit den Herzkarten hier. Wobei, nee, die Qualität eurer Verbindung möchte ich mir jetzt mit diesen Karten hier anschauen. Also wenn du mit Nacktheit und mit sexuellen und sinnlichen Posen Probleme hast, dann darfst du jetzt nicht weiterschauen. Ja, oder wenn du unter 18 bist, weil hier habe ich jetzt ein Deck, das ein bisschen ins Erotische geht. Aber da kann man immer ganz gut die Verbindung anschauen. Ich möchte mir jetzt eure Verbindung mal anschauen. Okay. Wow. Also, sie hat auf alle Fälle Potenzial, das ist die Welt und da wird Liebe ganzheitlich gelebt bei diesem Deck. Das heißt, auf allen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der Seelenebene, auf der Herzebene, auf der ja, körperlichen hatte ich ja schon gesagt, glaube ich, also ganzheitlich. Und das ist eine ganz tolle Karte. Also eure Liebe hat auf alle Fälle Potenzial. Hier haben wir zwei Karten, das sind so ist sogar zweimal die 9, das ist sehr spannend. Ja, und die 9 ist ja eine Karte, die so ein bisschen auch sagt, oder eine Zahl, dass man eigentlich schon auch in der Vollendung ist der Situation, aber man ist noch bei sich. Also dieser Mensch ist hier bei sich. Das bist du. Du hast dich eingeigelt. Das ist der Eremit. Und du bist noch nicht. Das ist wie die Karte hier. Du schielst schon. Du träumst so ein bisschen von so einer Liebesverbindung, wie ich gerade eben erzählt habe, was euer Potenzial ist. Aber du kannst dich eben noch nicht öffnen. Du brauchst noch diesen Rückzug. Und ich würde fast sagen, das hängt wirklich mit diesen Kindheitssachen zusammen. Und die 9 der Schwerter, die sagt mir jetzt, auch wenn die hier sehr sinnlich und erotisch ist,
hat sie doch irgendwas, ich sag mal, Dunkles. Oder, also ich glaube, du hast Probleme mit deiner Sexualität. Das sagt mir jetzt diese Karte. Weil die Neun der Schwerter ist so ein bisschen auch diese Lust, also in dem Deck diese Lust, diese sexuelle Lust in ihrer ganzen, in allen Formen auch auszuleben, ja, in allen Formen. Und da hast du, glaube ich, noch Probleme, da kannst du dich nicht öffnen. Und ich glaube, in deiner Kindheit ist irgendein Muster, warum du dich auch auf der sexuellen Ebene vielleicht nicht so öffnen kannst, dass du dich wirklich hingeben kannst. Diese Frau, die kann sich hier total hingeben im Prinzip, ja. Und aber sie ist halt auch ein bisschen verrucht, ja, in Anführungsstrichen. Sie hat, ne? Ich glaube, du hast ein Problem mit der Sexualität und kannst dich deswegen nicht öffnen. Und das hat mit deiner Kindheit zusammen. Das ist jetzt sehr speziell. Das betrifft vielleicht auch nicht jeden jetzt, was ich sage. Ich möchte jetzt nicht den anderen Menschen, die hier damit konform gegangen bin, diese Legung wegnehmen. Das betrifft vielleicht nur ein paar Prozent von euch, dass ihr vielleicht tatsächlich auch in eurer Kindheit was passiert ist, dass ihr euch sexuell nicht öffnen könnt. Fakt ist aber, das ist jetzt für den Rest, dass ihr euch, dass du dich zurückziehst und dich eben diesem Menschen nicht hingeben kannst, weil eben noch ein Muster da ist, was geklärt werden darf. Bei einigen ist es ein etwas tiefer gehendes Ding, bei anderen ist es vielleicht nicht so ein tiefer gehendes Ding. Auf alle Fälle kannst du dich dieser Verbindung nicht öffnen, weil dir das too much ist im Moment. Und was du dir anschauen darfst, ist einfach nochmal deine alten Muster aus der Kindheit. Dann kannst du dich aus deinem Turm befreien, dann kannst du dich aus deiner Dose hier befreien und dann kannst du vielleicht mit dem Menschen auch kommunizieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du mit ihm kommunizierst. Wir haben hier ja auch die Neun der Schwerter, das ist ja auch Kommunikation normalerweise. Die beiden kommunizieren jetzt halt eher auf der sexuellen Ebene. Aber es gilt zu klären. Es gilt, diese Situation zu klären. Vielleicht sagst du diesem Menschen einfach, dass dir das too much ist, wie er gerade vorgeht, dass du ihn vielleicht gerne hast. Und ich glaube auch, dass du ihn gerne hast, weil sonst wäre hier nicht die zwei der Kelche. Das ist ja zwei, das ist ja beidseitig und auch die drei, das ist beidseitig. Also es ist hier schon eine beidseitige Liebe da. Und du wünschst dir das ja auch hier, ja. Du kannst dich halt nur einfach nicht öffnen, du bist zu. Und das solltest du kommunizieren, das ist ganz wichtig. Versuch dich zu öffnen und mit dem Menschen zu kommunizieren und ihm zu sagen, wie es dir geht. Ja, und der wird dir auch auf alle Fälle zuhören, weil wir haben ja auch den Mond und der Mond ist Intuition, der Mond ist, ja, der ist auch noch was, dass da was verborgen ist. Also mein Gefühl sagt mir, dass du mit ihm kommunizieren solltest, ihm sagen solltest, warum du dich nicht öffnen kannst oder und dass du deine Zeit brauchst, du brauchst Zeit und die wird er dir auch geben. Das Potenzial ist da. Ja, und dann guck dir deine Muster an und öffne dich und dann könnt ihr wirklich ein tolles Ding leben. Und ich leg jetzt trotzdem noch mal hier die Karten, auch wenn ich schon wieder 15 Minuten fast gequatscht habe, aber das ist jetzt so eine interessante Legung. Da möchte ich jetzt noch eine Herzkarte ziehen. Mal gucken, ob eine rausfällt. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendeinen Advice. Ich kann die heute gar nicht greifen irgendwie. Jetzt will auch keine raus hier. Oh, warte mal, jetzt ist sie unter meine Couch gefallen. Okay, was haben wir hier? Auf alle Fälle zeigt mir diese Karte schon mal, dass da ganz viel Ähnlichkeit ist, ja? Und hier ist auch ganz viel Licht. Oh, das ist die Let There Be Closeness-Karte. Die ist schön. Also, Let There Be Closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Also, lass da ganz viel Nähe zwischen uns sein. Ja, das kannst du ihm zum Beispiel sagen. Lass da ganz viel Nähe zwischen uns sein, aber gib uns beiden jeweils den Raum. Liebe,
Claims, ich weiß immer noch nicht, was Claims heißt, aber ich würde sagen, Liebe, die kann man nicht erstürmen, die kann man nicht einfach so. Liebe gibt und Liebe erlaubt. Also Liebe ist weich, Liebe kann man nicht einfach erobern, Liebe kann man nicht, Liebe ist da. Und er ist hier too much wahrscheinlich. Liebe ist da und Liebe gibt. Und das darfst du ihm sagen. Sag ihm, dass du schon diese Nähe gerne hättest, ja, aber dass du eben, dass ihr beide den Raum braucht, um euch zu entfalten, um die Liebe zu entfalten, weil Liebe gibt und erlaubt, aber Liebe erstürmt nicht, ja. Und das ist eine ganz tolle Karte, die passt super genial hier dazu. Wow, eine total schöne Legung. Ja, also, schau mal genau hin, ob du damit konform gehst, ob das jetzt deine Legung war. Wenn das deine Legung war, dann hast du ganz viel Potenzial. Geht es langsam an, guck dir nochmal deine Muster an und red vor allen Dingen mit diesen Menschen und sag ihm das, was hier auf der Karte steht. Das ist eine total schöne Geschichte. Und guck, das ist eure Verbindung, die ist auch total schön. Da kann sie hinkommen. Ja. Und das bist du jetzt. Das ist doch traurig. Also ändere deine Situation. Und ja, wenn du damit, wie gesagt, konform gegangen bist, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn es dir weitergeholfen hat, wenn du das hier teilst, likest und kommentierst oder kommentierst. Und wenn du mich auch abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast, da würde ich mich natürlich freuen, weil dann kann ich das Ganze auch viel weiter verbreiten. Dann verbreitet sich das Video. Ich möchte ja auch viele Menschen erreichen. Und wenn du noch Fragen hast oder noch eine eigene Legung haben möchtest, eine private, dann kannst du mich gerne kontaktieren. AndreaWirk.com ist meine Website. Ich freue mich immer auf Anfragen. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. So, hier haben wir jetzt den dritten Stapel, den letzten Stapel. Hallöchen, ihr Lieben vom dritten Stapel. Das ist das Morgen Greer Tarot. Und wollen wir mal schauen. Nehmen wir die schon, was ich glaube, die lagen jetzt so, was deine Liebesgeschichte so zu sagen hatte. Was die dir so sagt. Wow, wir haben den König. Oh, den finde ich in dem Deck so geil. Der tönt mich total an. Ich weiß gar nicht warum. Also hier haben wir den König der Schwerter, die Acht der Kelche und den Ritter. Ach, und den König der Kelche. Wir haben hier zwei Könige, die sich auch noch anschauen und du bist dazwischen und musst dich entscheiden. Wow, das ist. Und dann haben wir noch einen vierten König. Ja, hallo, was geht denn bei dir ab? Also, das ist ja. Aber der liegt ja jetzt unter diesem, ne? Das ist ja die Klärungskarte letztendlich, ne? Die dritte hier. Und die Königin der. Sag mal, was haben wir denn heute? Haben wir hier ein Fest auf der Burg mit lauter Hofkarten. Hier haben wir zwei. Das Ass der Schwerter und. Wow, das ist ja jetzt hier echt spannend. Da muss ich jetzt erstmal reinfühlen. Das ist ja jetzt hier eine heftige Geschichte. Also, das ist hier für mich jetzt eine Person, ja? Jetzt will mein Hund raus. Das ist hier jetzt eine Person. Und Moment. Also, wir haben hier den König der Kelche und den König der Pentakel, was mir jetzt sagt, dass hier eine Person ist, die ganz viel Liebe zu dir bringt, die aber sehr bodenständig ist, ja. Und die ganz viel Gefühle für dich hat, ja. Und ja, dir vielleicht sogar auf der materiellen Ebene noch was offerieren kann. Hier bist du, das sagt mir jetzt die Königin der Schwerter, das bist du. Und hier ist noch ein, der Königin der Stäbe, meine ich natürlich. Und hier ist jetzt noch der König der Schwerter, der auf dich zukommt. Das ist hier die Zukunft, mehr oder weniger. Ne? Wenn man jetzt so, kann man ja auch so legen. Und der hat dir ganz viel zu bieten. Der hat hier ganz viel zu bieten. Wir haben hier sogar auch ein Herz, ja. So Herzform finde ich. Hier haben wir die Rose und eine weiße Rose und eine rote Rose und eine weiße Rose. Und die rote ist Liebe, die weiße ist Reinheit und Unschuld. Ja, also ich. Und ja, also du hast. Ich glaube, bei dir geht es darum,
Das ist ein neuer Mann in dein, also neuer Mensch. Also hier sind jetzt Männer. Wenn du jetzt natürlich ein Mann bist, dann bist du das trotzdem und das sind dann Frauen. Das muss man jetzt einfach dazu sagen, ja. Und dieser Mensch ist sehr klar, sehr gerecht, sehr objektiv, wortgewandt. Er weiß sein, ja, er ist auch sehr selbstbewusst. In dem Deck ist er auch sehr naturverbunden übrigens, finde ich, ne? Er hat hier auch ganz viel Natur und in dem Deck mag ich den total. Der wird in anderen Decks ja sehr autoritär dargestellt, aber hier ist er ein ganz liebevoller Mensch. Und so nehme ich ihn jetzt auch, weil ich gehe auch immer von der Energie des Decks aus, ja. Und er ist auch ein sehr weiser Mann und er ist auch älter, glaube ich, als die beiden hier. Er wirkt für mich auf alle Fälle lebenserfahrener. Ja. Und boah, ich finde ihn so geil. Hier ist einer, der so ein bisschen noch nie, also er hat viel mehr Charisma hier, dieser Mensch. Dieser Mensch ist noch, er hat noch diese, er, ja, ich weiß gar nicht, diese jugendliche Kraft und diese Liebe, die er einfach geben möchte und der möchte dir auch ein sicheres Zuhause geben, aber das genügt dir nicht. Dieser Mensch kommt jetzt auf dich zu und du bist jetzt dabei, dich zu entscheiden. Du musst dich entscheiden, du darfst dich entscheiden, ja, zwischen diesem Menschen und diesem Menschen. Mit dem bist du verbandelt. Der kommt auf dich zu. Es kann aber auch sein, wenn du jetzt Single bist, dass zwei Menschen auf dich zukommen. Kann natürlich auch sein. Ja, dann auf alle Fälle sagt mir aber diese Karte, dass du von diesem Menschen, der dir emotional schon sehr viel gibt, der dir ein sicheres Ding, eine Stabilität gibt, dass du von dem weggehst zu diesem Mann. Also diese Option ist jetzt da. Das heißt, hier ist schon einer da letztendlich. Ja, vielleicht hast du den aber auch gerade erst kennengelernt und jetzt kommt ein neuer dazu. Nee, also ich glaube, hier geht's ganz klar um eine Verbindung mit dem Menschen, mit dem du schon eine Verbindung hast, der dir Sicherheit gibt, der dir ganz viel Liebe gibt, von dem du jetzt aber vielleicht und auch Sicherheit, emotionale Sicherheit auch, von dem du jetzt weggehen darfst zu diesem Menschen. Das ist die Situation. Das heißt jetzt noch nicht, dass du dich entscheidest, ja? Das ist die Situation deiner Liebesgeschichte. Und der kommt vielleicht auch noch auf dich zu. Das weiß ich nicht, ne? Aber auf alle Fälle gilt es dann, sich zu entscheiden, gehe ich zu ihm oder nicht. Und er guckt dich auch an. Das finde ich sehr spannend. Er guckt dich an letztendlich. Und er hat einen ganz scharfen Blick. Der will dich. Der will dich mit Haut und Haar. Er ist hier so ein bisschen seichter. Und ich habe das Gefühl, dass diese Verbindung, in der du bist, zwar eine sehr liebevolle Verbindung ist und eine sehr bodenständige, aber dass ihr beide eher, ja, dass das eher freundschaftlich ist fast, dass da die Liebe, die Leidenschaft fehlt da so ein bisschen. Und er hier, auch wenn es nicht die Stäbe sind, sondern die Schwerter, er hat Leidenschaft. Das ist gut, ich bin jetzt vielleicht nicht objektiv, weil ich finde diesen König hier so geil in dem Deck. Aber er hat meiner Meinung nach Leidenschaft, kommt bei mir eher rüber. Er weiß, was er will. Er will dich auf alle Fälle. Er will dich auch, aber er ist so wischiwaschi, ne? So wie halt. Er ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt vielleicht meine Wertung. Kannst du selber entscheiden. Und er bietet dir auch was. Er kann dir ganz viel bieten, ne? Er hat hier 9 Münzen. Und vor allen Dingen ist das sehr, sehr klar. Er ist absolut klar in seiner Handlung, ja. Und er möchte, er ist, also bei dem, wenn du dich bei dem nicht entscheidest, dann ist er weg. Das glaube ich. Wenn du dich nicht entscheidest, wenn du wischiwaschi auch bist mit ihm, dann ist er weg. Das kann ich mir ganz gut vorstellen bei dem. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Die Karten sind so spannend. Ich lege jetzt hier auch noch mal die erotischen Karten. Die hatte ich ja eben schon gelegt bei der anderen Legung, weil die immer ganz gut widerspiegeln, was hier los ist. Okay.
Also diese Karten sind erotisch, das heißt, hier ist Nacktheit in den Karten und auch einige erotische Posen und sinnliche Posen. Wenn du mit sowas nicht umgehen kannst, dann brauchst du die Legung jetzt nicht weiter anschauen. Ja, es gibt ja Menschen, die das damit nicht umgehen können und wenn du unter 18 bist, wäre es gut, wenn du wegguckst. Ja, hier haben wir die vier der Kelche. Hier haben wir, dass du was neu mischen darfst. Und hier haben wir die drei der. Wow, hier haben wir ganz schön viel. Da brauche ich noch eine Karte jeweils. Oh. 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 Okay, das sagt jetzt alles. Also, in der Verbindung, in der du jetzt bist, da ist. Das ist die vier der Kelche, da ist irgendwie nicht mehr alles stimmig. Ja, ihr fühlt euch wohl, aber da wird eine Tür geöffnet für was Neues. Da klopft was Neues an. Ja, vielleicht sogar auch bei ihm, nicht nur bei dir. Und das sagt auch der Narr, der sagt, dass eure Verbindung zwar liebevoll ist und bodenständig, aber hier ist keine Leidenschaft mehr, hier ist keine leidenschaftliche Liebe mehr. Und die Verbindung ist eigentlich. Also der Mensch, mit dem du hier zusammen bist, der denkt, glaube ich, auch drüber nach. Der fühlt sich auch bereit zu gehen. So werte ich jetzt diese Karten, ja. Und du bist da gerade dabei, neu zu mischen. Du bist neu aufzumischen, dein Leben. Und du bist auch dabei, dich gerade zu verabschieden von diesen Menschen hier, scheint mir so, weil hier geht es um die, das ist ja die Königin der Schwerter. Ich glaube, die hatte ich jetzt neulich ja auch in Erlegung. Und da geht es tatsächlich auch darum, dass das was beendet ist und dass du dich jetzt, weil eben auch keine Leidenschaft mehr im Spiel ist, ja. Und du bist hier ja, guck mal, wie leidenschaftlich du eigentlich bist. Und du fühlst dich nicht mehr in Anführungsstrichen befriedigt und du mischst gerade dein Leben neu auf. Und du möchtest mehr. Und du darfst dich jetzt entscheiden. Ist das das, was ich leben möchte, oder ist das nicht das, was ich leben möchte? Das hatte ich in der Legung auch schon beim, die ich mal gemacht hatte, neulich, wo es um das Verlangen ging, ja. Und hier kommt jetzt ein Mensch auf dich zu, der beobachtet dich gerade noch. Er beobachtet dich gerade noch und guck mal, wie schüchtern er eigentlich ist. Hier ist er nicht ganz so schüchtern. Er beobachtet dich, er hat ganz viel Liebe für dich und er berührt dich auch bereits schon, vielleicht auch erstmal auf Seelenebene, ja. Und er beobachtet dich, er findet dich auch ganz sinnlich und er hat auch so ein bisschen, ja, die drei der Schwerter ist ja immer auch so ein bisschen als Herzschmerzkarte gedeutet. Nicht bei allen Decks, aber beim Rider White und er möchte mit dir zusammen sein. Er möchte mit dir zusammen sein, aber er ist es noch nicht, weil er beobachtet dich und er singt dir auch ein Lied und er ist ganz liebevoll mit dir in Gedanken, ja, und das möchte er mit dir leben. Also er ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Er ist hier, das haben wir hier den Ritter hier haben wir den Ritter der Stäbe. Hier haben wir jetzt endlich auch Leidenschaft. Er möchte mit dir also er möchte mit dir. Es ist nicht nur Abenteuer, diese Karte, weil hier ist auch eine ganz tiefe Verbundenheit und eine ganz tiefe Vertrautheit, wenn man sich das mal anschaut. Ja. Und er möchte mit dir das Leben leidenschaftlich, sinnlich, voller Liebe, voller Einssein leben und auch abenteuerlich, ja. Also das ist ja ein total toller Mann. Den würde ich ja gleich nehmen hier, wenn der. Wow, das ist deine Legung. Also das liegt jetzt natürlich an dir, wenn du jetzt damit in Resonanz gehst. Es wird natürlich jetzt nicht jeder hier mit in Resonanz gehen, könnte ich mir vorstellen, weil das jetzt auch eine sehr spezifische Lesung ist. Also wenn du damit jetzt nicht in Resonanz gehst, dann leg die Legung zur Seite, such dir eine andere aus oder auch ein ganz anderes Video oder eine ganz andere Kartenlegerin. Hier oder Leger, hier ist tatsächlich angesagt, hier ist eine Verbindung, die euch beide scheinbar sogar nicht mal mehr hundertprozentig befriedigt, die zwar liebevoll ist und einem Sicherheit gibt und bodenständig ist, aber du bist damit nicht mehr zufrieden und ich glaube, der Mensch, den es betrifft, auch nicht mehr. Das solltet ihr vielleicht einfach mal drüber kommunizieren, ja.
Und bei dir liegt es jetzt an, klar zu werden, was du willst. Ja, willst du das noch, was so leidenschaftslos ist, oder möchtest du deine Leidenschaft leben und dein Leben neu aufmischen? Weil du bist ein leidenschaftlicher Mensch. Hier haben wir die Queen der, also die Königin der Stäbe, die ist leidenschaftlich. Ja, die ist sehr liebevoll und die hat ganz viel Gefühl und die möchte das auch leidenschaftlich leben. Und ja, dann darfst du ins Unbekannte gehen und deine Sicherheit eben loslassen. Und dann haben wir hier der Mensch, der schon in deinem Leben ist, der dich beobachtet, ja. Hier, der dich schon die ganze Zeit beobachtet, der mit dir sein Leben teilen möchte, der dir auch ganz viel bieten kann, auch im Materiellen, der dir auch Sicherheit bieten kann und der ganz klar ist und der auch ganz klar die Liebe rüberbringt, weil wir haben hier das Herz und das sagt mir, dass er dir ganz klar auch seine Liebe offriert. Er ist da ganz klar mit dir. Wow, der hat so eine geile Energie. Also hier kommt so eine geile Energie rüber. Ihr wisst ja, ich bin authentisch. Also verzeiht mir bitte, wenn ich hier jetzt ein bisschen rumlechze. Ja, und er hat ganz viel Leidenschaft. Das ist deine Situation und du darfst jetzt entscheiden, was du tust. Ja, also ich würde dir raten, tatsächlich mit deinem jetzigen Menschen zu reden, ne? Und das Ganze mal zu klären. Vielleicht ist er ja auch gar nicht mehr zufrieden, ne? Wow, was für eine geile Legung. Das ist also deine Liebesgeschichte, wenn du damit konform gehst. Wenn du nicht damit konform gehst, dann leg sie weg. Wenn du damit jetzt konform gehst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du mich teilst, likest. Ah nee, warte mal, wir machen noch. Nö, brauchen wir nicht. Wenn du mich teilst, also das Video teilst, likest und kommentierst oder kommentierst und wenn du mich natürlich auch abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast, damit ich eben das Video besser verbreiten kann, ne? Das ist ja dieser Algorithmus hier bei YouTube. Und wenn du noch eine private Legung möchtest, vielleicht zu dieser Entscheidung oder wie dieser Mensch ist oder wer dieser Mensch ist, vielleicht kennst du den ja auch noch gar nicht, dann darfst du mir gerne schreiben. andreawirk.com ist meine Webseite. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe diesen Menschen noch gar nicht beschrieben. Also dieser Mensch kann sein, dass es ein Luftzeichen ist, ja, weil das ja hier die Schwerter sind. Das wäre dann Zwilling, Wassermann oder jetzt habe ich einen Blackout oder Waage, ja. Das heißt aber nicht, dass es jetzt, also diese Energie ist sehr stark in seinem, diese Luftenergie, Wassermann, Waage und Zwilling ist sehr stark in seinem, oder ist sehr stark in seinem Horoskop vertreten. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er diese Sternzeichen hat, aber er hat diese Energie sehr stark in seinem Horoskop, ja. Es sind eher das Wasserelement im Horoskop, beziehungsweise auch das Erdelement. Also das wäre dann hier Fisch, Skorpion und Krebs und Stier, Steinbock und Jungfrau als Energie, ja, nicht als Sternzeichen. Kann auch Sternzeichen sein, aber dass diese Energie sehr stark vertreten ist im Horoskop, ne? Und er hat hier aber auch noch sehr viel Feuerenergie, ja. Also hier ist auch noch Feuer, da würde ich fast sagen Löwe und Schütze-Energie. Widder nicht so, aber Löwe und Schütze, ja. Das einfach nochmal so zur Information. Okay, jetzt mache ich Schluss, 15 Minuten gelabert. Ich danke dir sehr fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Mach was draus. Hier ist eine ganz tolle Partie. Zumindest spricht sie mich an. Ich weiß jetzt nicht, ob sie dich anspricht. Ja, alles Liebe dir, mach's gut, tschüss.